Ja. Professor Thompson, es gibt ja verschiedene Arten von Brustkrebs. Eine davon ist der sogenannte inflammatorische Brustkrebs. Durch was zeichnet sich der aus und wird der genauso behandelt wie andere Arten? Inflammatorisch bedeutet auf Deutsch übersetzt entzündlich. Also es handelt sich bei dem inflammatorischen Brustkrebs auch um den sogenannten entzündlichen Brustkrebs mit der Stadiumbezeichnung CT4D. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Brust hoch gerötet ist, wie bei einer Entzündung, dass sie eine Orangenhaut gerne ausbildet und dass man manchmal eben auch, wenn man den Tumor anfasst, sieht, wie die Haut sich irgendwie mit dem Tumor verbunden hat über bindegewebige Stränge, also dass da so eine Hauteinziehung dann entsteht. Ein inflammatorischer Brustkrebs liegt dann vor, wenn mindestens ein Drittel, manche sagen auch zwei Drittel der Brust erfasst sind von dieser Veränderung. Wie stellt man den denn fest? Auch durch eine Gewebeprobe? Na, zunächst stellt man erstmal fest, dass diese klinische Veränderung da ist. Und im Vergleich zu allen anderen oder im Gegensatz zu den anderen Erkrankungen beim Brustkrebs ist das zunächst erstmal eine klinische Diagnose, weil man das Problem hat, auch häufig nicht den primären Tumor zu finden. Diese Rötung in der Haut kommt dadurch zustande, dass Tumorzellen die Lymphgefäße der Haut verstopfen und es dann zu einem Lymphstau in der Haut kommt. Also man hat neben der Rötung auch ein Ödem, dadurch hat man diese Orangenhaut, auch französisch Peau d'Orange genannt. Und man macht dann gerne eine Hautbiopsie mit so einer kleinen Stanze, das ist in Lokalanästhesie, das ist jetzt nicht groß schlimm. Aber das Problem ist, sehr häufig ist diese Hautbiopsie negativ. Also man wird dann natürlich zunächst nach dem Tumor fahnden und muss dann irgendwie schauen, dass man aus dem dahinterliegenden Gewebe eine repräsentative Probe gewinnt, aus der man die Diagnose Brustkrebs wenigstens festlegen kann. Das inflammatorische Mammakarzinom ist deswegen problematisch, weil es eben ein sehr gefährliches Mammakarzinom ist. Wenn man das nicht behandelt oder nicht adäquat behandelt, dann bekommen viele Frauen sehr früh eine fortschreitende Erkrankung oder sterben an der Erkrankung. Deswegen sind wir da hinterher, diese Patientinnen besonders konsequent zu behandeln. Seit ungefähr 20, 25 Jahren behandeln wir auf Vorschlag des Krebsinstituts MD Anderson in Houston, Texas, den inflammatorischen Brustkrebs immer in einer kombinierten Form. Das heißt, wir beginnen mit einer sogenannten neoadjuvanten Therapie, also einer primär systemischen Chemotherapie, mit der der Tumor verkleinert werden soll, womit die sich verstreuenden Tumorzellen schnell eingefangen werden sollen und überhaupt eine Stabilisierung der Erkrankung oder vielleicht auch Remission der Erkrankung erreicht werden kann. Der zweite Standard, der dazu gehört, ist die sogenannte modifizierte radikale Mastektomie. Das heißt, es würden generell die betroffene Brust entfernt werden und auch die Lymphknoten der Achselhöhle. In Einzelfällen denkt man über Sentinel-Entfernung nach, aber prinzipiell ist das erstmal das Konzept. Und das dritte ist die Strahlentherapie in ausreichend weiter Form. Also hier wird wirklich alles an Instrumenten gezogen, um genau diesen Brustkrebs in den Griff zu kriegen und einzufangen. Damit haben wir dann aber im Prinzip auch gute Therapieerfolge. Ansonsten ist dieser Brustkrebs von seinem Verhalten ähnlich zu sehen wie auch ein Brustkrebs mit den anderen biologischen Merkmalen, die wir so kennen. Ne? Also wir finden Herz bei positiven Brustkrebs, wir finden Herz bei negativen inflammatorischen Brustkrebs, wir finden Östrogenrezeptor positiven Brustkrebs. Das heißt, die Therapien, die medikamentösen Therapien, die wir zur Verfügung haben, können wir dann natürlich bei diesem Brustkrebs auch einsetzen. Besteht denn grundsätzlich die Möglichkeit, unter Umständen auch noch brusterhaltend zu operieren oder empfehlen Sie das eher nicht? Es ist in Studien durchaus schon gemacht worden, daher kommt diese Diskussion. Das Problem bei diesen Studien ist, dass die in einer Umbruchzeit waren, wo nicht ganz klar war, wie man denn den inflammatorischen Brustkrebs definieren soll. Wenn sozusagen bereits eine kleine Hautrötung von 5 Markstückgröße als inflammatorischer Brustkrebs in die Krankenakte reingeht und die Patientin dann eine primärsystemische Therapie kriegt plus Operationen und so weiter und Strahlentherapie und dann überlebt sie gut,
dann sagt man, super, jetzt habe ich inflammatorischen Brustkrebs, brusterhaltend operiert, das hat funktioniert. Aber das Problem ist ja, dass der brusterhaltende Brustkrebs eigentlich nicht durch die 5-Mark-Stück große Rötung definiert ist, sondern durch die mindestens handflächengroße oder praktisch 2 Quadranten erfassende Rötung der Brust. Und wenn wir diese Patientin brusterhaltend operieren wollen, dann ist das schwierig, weil wir dazu eben gar keine Erfahrung haben. Ne? Vielleicht noch kurz die Frage, wenn ich jetzt eine Rötung auf meiner Brust habe, also bisher keinen Brustkrebs und habe jetzt eine Rötung, wie lange kann ich jetzt einfach abwarten, ob die wieder weggeht oder nicht, bis ich dann zum Gynäkologen gehen sollte, um nachschauen zu lassen, ob es vielleicht was Ernstes ist? Naja, eigentlich sollte ja die Brust nicht gerötet sein, es sei denn, man hat jetzt ein direktes Ereignis wie ein Wärmekissen draufgelegt, ein Eiskissen draufgelegt oder irgendein Trauma oder so. Und gibt es natürlich Differentialdiagnosen bei der Rötung der Brust. Also wir haben einfach eine tatsächliche Entzündung, medizinisch gesagt die Mastitis purpuralis, also im Rahmen des Stillens, oder Mastitis non-purpuralis, also bei einer Frau, die jetzt gerade kein Kind bekommen hat. Das sollte man aber natürlich klären. Der inflammatorische Brustkrebs ist eine Erkrankung, die dann auch relativ schnell wächst. Also da würde ich jetzt nicht Monate warten, sondern im Bereich von 2-3 Wochen reagieren. Also nicht zum Heilpraktiker und so und mit Salben behandeln? Nein, auf keinen Fall. Im Gegenteil ist es so, da der Brustkrebs, da der inflammatorische Brustkrebs ja so gefährlich ist, will man relativ schnell eine Diagnose bekommen. Man wird natürlich aufgrund der klinischen Erfahrung, wenn jetzt nicht eindeutige Zeichen dafür sprechen, auch im Brustzentrum zum Beispiel zunächst erstmal antibiotisch behandeln oder mit bestimmten Medikamenten, die die Milchproduktion in der Brust unterbinden, wie diese Medikamente, die man einnimmt zum Abstillen. Aber wenn sich dann innerhalb einer Woche nichts tut, dann wird man auch ganz klar zur Biopsie, Mammographie und all den Dingen schreiten, die man so normalerweise braucht, um eine Diagnose Brustkrebs auszuschließen. Vielen herzlichen Dank.